Oh, es ist Mali noch drauf. Das ist die Mali. Also das Video ist sehr umfangreich geworden, deshalb muss ich eine kleine Einführung machen für euch, um zu sagen, um zu beschreiben, was da alles drin vorkommt und euch die Möglichkeit zu geben, auch Dinge zu überspringen oder auch direkt hinzuspringen, wenn euch was interessiert. Das Titelbild ist entstanden mit dem Einweiser, der für mich die Essenz gebracht hat. Mal, leg dich ruhig mal hin. Essenz kommt von dem Einweiser und deshalb ist es auch das Titelbild. Und vor allem das Schöne daran ist, dass hinten dran die Zoe langfährt. Gut, ich werde jetzt ein paar Zeiten sagen, wann die verschiedenen, hey, das ist eine Biene, die verschiedenen Interviews sind und Sequenzen von diesem langen Interview-Video heute. Aber das sind nur ungefähre Zeiten, die ich jetzt sage. Später in der Beschreibung unten sind die exakten Zeiten. So, erstmal nochmal, dass ich keine Werbung mache hier. Ich mache für nichts, was ich hier erzähle oder interviewe oder die Links, die ich reingemacht habe. Ich bekomme kein Geld dafür. Das nochmal am Rande. Ja, zuerst kommt die Fahrt nach Stuttgart. Also damit geht's los. In dieser Fahrt erkläre ich, wie YouTube funktioniert und dass ich auch durchaus vertragen kann, Daumen runter zu bekommen. Wichtig ist natürlich bei YouTube, wenn man den YouTuber unterstützen möchte, dass man teilt das Video. Das erkläre ich auf der Hinfahrt. Und wenn euch das nicht interessiert, spult ihr gleich mal vor auf ungefähr 15 Minuten. Da komme ich nämlich an in Stuttgart auf dem Parkplatz und komme da an die Ladestation. Da sieht man übrigens dann auch ein Fisker Karma und ein Opel Ampera E. Der dritte Punkt ist, ungefähr bei 19 Minuten komme ich zu meinem ersten Interviewpartner, das ist der Jonathan von der Firma Mahle. Und es geht um ein Heizsystem im E-Auto. Also das ist so, mit Strahlungswärme funktioniert das. Sehr interessant. Der nächste Interviewpartner ist der Louis Palmer. Und es geht ein bisschen unter im Interview, leider. Erstmal, der Ton ist ein bisschen schlechter an dieser Stelle gewesen. Aber ich hoffe, man versteht, was er sagt. Der Louis Palmer, das will ich jetzt an dieser Stelle sagen, ist der erste Mensch, der mit Solarenergie um die Erde gefahren ist. Also das ist schon eine Persönlichkeit in der E-Mobilität. Und er veranstaltet, und damit macht er auch Werbung in meinem Video, Europas größte Rallye für Elektrofahrzeuge. Das ist diesmal dann, also nächstes Jahr geht es in die Schweiz und auch nach Österreich. Dann in ungefähr 27 kommt das Interview mit Michael von der Firma Continental. Und hier wird vor allem über 43 AC-Ladung gesprochen, wie man das im Auto realisieren kann, ohne zusätzlichen Charger. Ja, weiter geht's zu König Metall. Eine Firma, wo ich früher gearbeitet habe, die machen jetzt Batteriehülsen, ungefähr bei Minute 31. Danach geht es zur Firma, geht es um ein intelligentes Schwarm-Navigationssystem. Das ist ein intelligenter Schwarm-Algorithmus und das Navigationssystem heißt NUNAV. Der Alexander erklärt das anhand dieser Lego-Baustelle, die er da gebaut hat, und es soll eine bessere Navigation ermöglichen. Weiter geht's mit Punkt 8. Da bin ich ungefähr bei 37 Minuten bei der Firma Bosch. Leider nur ganz kurz. Danach geht es ja zu dieser Kernaussage von dem Autoeinweiser da. Da ist hier auch das Titelbild entstanden. Das ist ungefähr bei Minute 39. Und das ist die Überleitung zu meinem Part bei Daimler-Benz am Stand. Etwas mit trauriger Musik unterlegt, um zu zeigen, dass das auch mich persönlich ziemlich emotional runtergezogen hat, dieser Part. Aber gleich danach, ups, hast du eine Waspe? Gleich danach komme ich zu Tesla. Das ist ja wieder sehr positiv, ungefähr bei Minute 43. Und dann kommt das lange Interview, es ist ein Gespräch gewesen mit Schräg, mit dem Frank von Kanal Schräg. Das müsst ihr jetzt auf meinem Kanal nicht nochmal gucken, wenn ihr schon bei Schräg geschaut habt. Also da ist nichts mehr dabei oder weniger. Ihr könnt es euch durchlaufen lassen. Das geht bei ungefähr 45, 46 los und dauert ein Weilchen. Ungefähr bis 1 Stunde und 18. Da sind wir dann fertig und es geht zurück auf den Parkplatz. Und da treffen wir nochmal ein paar junge Leute aus der Universität, von der Universität in Bochum, die uns nochmal eine App erklären, die, wenn man die laufen lässt, kann die das tracken, was man für eine Mobilität hat und kann dann auch E-Fahrzeuge vorschlagen, so sagen sie. Ja, im Abspann danach fahre ich nach Hause, zum Runterkommen ein bisschen Musik. Und ja, das war's dann eigentlich. Das sind dann wieder 1 Stunde, 20 geworden. Wahnsinn, oder? Ich habe nichts gekürzt. Ihr könnt alles euch angucken. Das ist ein Samstagabendprogramm, wenn ich es noch schaffe, heute hochzuladen. Ansonsten dann Sonntagabendprogramm vielleicht. Oder ihr geht auf die einzelnen Punkte, was euch speziell interessiert. Ich hoffe, es ist einiges dabei, aber jetzt geht's los. Also viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Das ist die Tour heute.
Na, ich schärfe das Wett, dass du mehr Linien kommen, aber jetzt geht's, glaube ich. Von Rastatt nach Stuttgart auf die Messe. Und hier sind immer noch ganz rote Linien. Jetzt geht's weiter. Also noch Stau in Stuttgart, deshalb fahre ich auch so spät los. Ich habe auf 60% geladen heute Nacht, weil ich mit dieser Ladung bis zur Messe komme. Also jetzt kalkuliert 31%, wahrscheinlich weniger, weil ich werde ein bisschen schneller fahren. Und ich würde dann noch, falls ich auf der Messe keinen Strom bekomme, da gibt es einen Ladepark, dann würde ich noch bis Leonberg kommen, um zum Laden, zum Supercharger und dann heimfahren. Aber ich glaube, ich kann auf der Messe Strom tanken. Mal sehen. Jetzt haben wir erstmal Stau hier in Rastatt an einer Ampel und ich habe den Autopiloten drin. So sieht's aus. Immer eine Hand am Lenkrad, logisch, Leute. Diese hier. Oh, jetzt war sie weg. Jetzt ist sie wieder drin. So, jetzt nochmal mit Gesicht. Guten Morgen, liebe Tesla-Freunde. Wenn ich es nicht schon gesagt habe. Jetzt geht's los nach Stuttgart. Ich habe jetzt auch eine App laufen von Mercedes-Benz, die heißt EQ Ready. Gerade eben habe ich eine Meldung bekommen auf meine Apple Watch, dass EQ jetzt praktisch diese Fahrt jetzt aufzeichnet, um zu schauen, ob ich geeignet bin für die E-Mobile von Mercedes-Benz. Schauen wir mal, wahrscheinlich, was wollen die mir vorschlagen? Wahrscheinlich den Smart, weil mehr haben sie ja nicht. Aber ich denke mal, das dient dazu, dass Mercedes-Benz herauskriegt, was so das Verhalten ist und dann ihre Autos entsprechend anpasst. Wenigstens tun sie was. Schauen wir mal, ob ich die Meldung nochmal hier auf das Display kriege. Ah, da ist es. Das war jetzt die Meldung. Ja, wohin fahre ich? Auf die Messe nach Stuttgart. Die EVQ. Warte mal. Ich habe einen Presseausweis und ich darf parken auf Parkplatz P33. Und ich weiß auch schon vom Schräg, dass es dort einen Ladepark gibt. Und den Schräg werde ich heute auch sehen. Um 16 Uhr sind wir verabredet und machen ein Fazit von der Messe zusammen. Ich treffe, glaube ich, den Manfred. Hallo Manfred, E-Mobility-Berater. Ich glaube, um 11 Uhr haben wir gesagt. Schaffe ich nicht ganz, aber wir werden nochmal telefonieren. Ja, ansonsten freue ich mich. Ich fahre jetzt nochmal an den LKWs vorbei. Da stehen wir jetzt im Stau. Vor Leonberg oder hinter? Ja, vor Leonberg noch. Und ich habe ein bisschen Zeit zu quatschen für euch. Ja, was mache ich heute? Also EVS ist die Messe, E-Mobility. Es scheint da ein bisschen mehr Autos zu geben, E-Autos zu geben und mehr Informationen, vor allem von den Zulieferern zur E-Mobilität. Deshalb fahre ich da heute hin, weil mich das ganz persönlich interessiert. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr fahren, weil ich gesehen habe, dass da Schräg schon da war. Also ich wollte eigentlich nicht mehr fahren, um ein Video zu machen. Ne, deshalb, weil Schräg hat schon ein sehr gutes Video gemacht und heute Morgen kam auf Facebook die Meldung, dass auch der Oliver von 163 Grad gestern da war. Und ich vermute mal, dass da auch ein sehr gutes Video kommt. Also warum Video machen? Aber ich gehe aus persönlichen Gründen hin, weil das hat mich echt super interessiert, was der Frank da gefilmt hat. Und vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen Aussteller dort mal ein Interview zu führen. Also das ist jetzt mein Antrieb, dahin zu gehen, um zu sehen, was da noch tiefer gebohrt werden kann. Vor allem bei Continental. Das hat mich schon gereizt da. Das ist das. Ah ja, wegen gestern. Gestern war ich ja auf dem Tesla-Meeting in Mannheim. Ich will es jetzt gar nicht mehr Event nennen, das war ein Tesla-Meeting von dem örtlichen Verkaufsleitungsbüro, weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall, ich hatte 3 Follower mitgenommen, hatte ich angekündigt gehabt, den Markus aus Malsch, den Stefan aus Dürmersheim und den Robert aus Mannheim. So, ich habe sie alle noch drauf. Und es war super schön mit den 3 und ich bin froh, dass ich sie mitgenommen habe. Ja, und dann waren wir noch zu Hause beim Robert und der hat uns noch seine Photovoltaikanlage gezeigt auf dem Garagendach, auf dem erweiterten Garagendach. Entschuldigung, Robert. Und ja, der hat ganz viele tolle Ideen, was Elektromobilität angeht. Und natürlich Stefan, der sich jetzt bald ein Tesla Model S kaufen wird, bestellen wird über meinen Link. Vielen Dank nochmal, Stefan. Und viel Spaß mit deinem Model S in Grau. Wird bestimmt super schön. Ja, und der Markus studiert noch und der macht auch bald ein E-Auto. Mal sehen, wie lange es noch dauert bei ihm. Aber der ist auch drauf und dran, sich ein E-Auto zu kaufen. Ja gut, also nochmal danke für euch, dass ihr mit dabei wart und es hat mir auch Spaß gemacht mit euch.
Leider habe ich nicht gefilmt, weil es wurde schnell dunkel und irgendwie war die Gelegenheit nicht da. Ach ja, am Freitag kommt der Björn Gutheit. Das ist der Björn von meinem ersten Special. Das erste Tesla-Markus-Fan. Ich habe der Tesla-Markus-Fan-Treffen, glaube ich, gesagt. In Moers. Und er kam da mit einem geliehenen Model S. Ich verlinke das mal hier oben. Ja, da ist die Ecke. Mittlerweile weiß ich, welchen Arm ich heben muss, für das zu zeigen, weil das ist der mit der Uhr. Ja, am Freitag treffen wir uns in einem Biergarten. Und da kommt, glaube ich, mit der Zoe. Da werden wir sehen. Ich will noch mal was sagen zu den, wir nennen die jetzt mittlerweile Trolls. Also das sind die Leute, die auf uns, unseren YouTube-Videos Kommentare schreiben. Die am Anfang, manchmal sind sie konstruktiv. Und wenn man dann ein bisschen, also oft ist das bei mir so, ja, oft sind sie konstruktiv, okay, sagen wir, wir steigen drauf ein, wir diskutieren ein bisschen drüber, aber dann geht es doch schnell unter die Gürtellinie und irgendwie, wenn die Argumente dann irgendwie nicht mehr so, weiß nicht. Also ich habe jetzt auch wieder einen ausgeblendet gestern. Ist halt so, wenn es einem echt nervt, ja, und der schreibt dann wirklich auch abends noch ganz lange große Texte, dass wie blöd wir sind und dass wir einfach nur Elon Musk-Jünger sind. Das stimmt gar nicht, ja, wir sind sehr kritische Leute. Also alle nochmal, die hier meinen, dass wir hier Elon Musk und Tesla alles abnehmen, was die uns erzählen und denen blind irgendwas hinterherlaufen, also das habt ihr euch getäuscht, alle miteinander. Wir sind sehr kritische Leute. Bloß wir sehen ein bisschen mehr die Zukunft als ihr, vor allem wissen wir auch, was wir selbst in der Zukunft machen. Und also wir haben alle einen Plan. Und wir haben alle einen Job, wo wir zufrieden sind. Wir haben auch zufriedene Partnerschaften. Wir haben alles, es läuft eigentlich alles gut. Also, und ich befürchte, dass manche Trolls dann vielleicht doch mal in ihrem eigenen Leben erstmal gucken sollten, bevor sie da rumhacken auf anderen. Meistens ist da das Problem. Ja gut, aber trotzdem, ich habe nichts gegen konstruktive Kritik und ich habe auch nichts gegen Daumen runter. Ich habe das gestern auch meinen Followern gesagt, weil Daumen runter ist eigentlich nicht schlecht, weil es zeigt, dass ein Video kontrovers ist. Und das ist genau das, was YouTube möchte. Die möchten, oh, das ist die Polizei, aber ich, naja. Die möchten ja, dass die Videos gesehen werden. Und kontroverse Videos mit Diskussionspotenzial werden lieber gesehen als Videos, die so, ja, es läuft so alles, ja, alle Daumen hoch, vielleicht nur zwei Daumen runter. Also mehr Daumen runter, es darf natürlich nicht über die Hälfte sein, und dann wird es, glaube ich, wieder negativ, aber dann ist es auch, ja, ihr wisst, was ich meine. Aber so eine gesunde Mischung an Daumen runter finde ich gar nicht schlecht, also... Mal gucken, vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen hin, dass wir mehr Diskussionen reinkriegen und auch Leute, die vielleicht da eine Hemmung haben, ich habe da selbst eine Hemmung drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, den Daumen runter zu geben, weil lieber mache ich gar nichts als einen Daumen runter bei einem YouTuber, den ich mag, als, ja, um ihn zu schützen oder so. Aber das stimmt nicht. Also auch wenn ihr YouTuber mögt und ihr seid nicht einverstanden mit dem, was er da gesagt hat und er macht einen konstruktiven Kommentar, macht den Daumen runter. Ja, bitte. Also jetzt ehrlich, ja. Fände ich cool. Wichtiger aber, um den YouTuber weiterzubringen und wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann bitte teilt das Video und am besten auch mit einem Kommentar dabei. Egal, ob es bei Facebook oder Twitter oder Fumble oder Instagram. Die Teilen-Button sind immer unter den Videos. Und ja, das ist wichtiger als die Daumen hoch. Ja, und noch wichtiger sind natürlich Kommentare schreiben. Okay, das soll eine kleine Anleitung gewesen sein für YouTube. Ich weiß, das ist schwierig, wenn man es auf dem Fernseher guckt. Und es sind viele Leute, die gucken auf dem Fernseher. Auch gestern, der Stefan war es, der YouTube auf dem Fernseher guckt. Und seitdem er den Smart TV hat, eines namhaften Herstellers, schaut er YouTube und kein anderes Fernsehen mehr. Das ist sowieso der Trend, ja. Ich glaube mal, die öffentlich-rechtlichen Anstalten müssen sich echt mal umgucken, was sie für ein Programm fahren wollen und die ganzen Privaten. Ja, das Trash ist halt eben für die Leute, die innere Unausgeglichenheit haben. Das spiegelt sich dann auch wieder im Fernsehkonsum. Ja, ich habe da so meine eigene Meinung drüber. Okay, schreibt mir mal in die Kommentare rein, was ihr so darüber denkt, über dieses Ganze. Und ja, was ihr dann noch bei mir sehen wollt. Also ich würde gerne auch kontroverse Sachen mal zeigen.
Ihr habt das nicht gesehen, dass ich mal kurz die Hand nicht am Lenkrad hatte. Ne? Aber es ist wirklich Stop und Go. Warte mal, ich zeige euch das mal. So. Ja, also, typische Situation für Autopilot. Da kann echt nichts passieren. Ja? Ich fahre 49 hinter diesem schwarzen Auto her. Der ist getrackt hier. Ab. Machen wir das. Leiser. Na, also alles sicher. Ja, und jetzt stehen wir wieder. Also wieder Autopilot, ja, ideal hier. Alles, alles scharf. Schauen wir nochmal kurz auf das Display. Ja. Die Staus sind mittlerweile weg hier. Es ist nicht mehr ganz dunkelrot, die ganze Strecke. Aber trotzdem stehen wir gerade. 11 Uhr Ankunftszeit, 31% Akku. Ja, müsste eigentlich alles gut sein. Gut, dass ich hier nicht jetzt lade, gerade in Leonberg, weil da würde ich noch mehr Zeit brauchen. Und hoffe, dass ich Strom kriege dort. So, bin in der Messe Stuttgart angekommen hier. Und direkt am Ladepark. Habe eingesteckt und habe auf 92% gestellt. 92%. Hier, und ich lade jetzt 5 Stunden 40. Genauso lange bin ich auch auf der Messe ungefähr. Passt. Boah, ist ganz schön hell hier. Mal gucken, was hier sonst so für Autos stehen hier auf dem Ladepark. Alles ziemlich gut besucht. Ja. Tesla ist genügend. Zoe, i3, Zoe, Tesla. Oh, da, was ist das hier? Das ist ein Volt. Sieht man ganz selten. Und wieder Teslas. Das ist hier auch, geht einem Ampere in Blau. Wunderbar. Ein glücklicher Besitzer oder Lisa wahrscheinlich. Und ein Ampere. Ein E-Up. Und da steht auch ein Porsche. Nehmen wir den gleich mal an. Ja, der Plug-in-Hybrid von Porsche. Sieht auch irgendwie ganz gut aus. Ich habe noch nie einen Fisker gesehen in live. Also auch hier erstmal die Möglichkeit. Ich bin mehr E-Autos als auf der IAA. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Solar auf dem Dach. Schmutzig. Und eine Zoe in Babyblau. Auch nicht schlecht. Blauen Einsätze mit Rückleuchten dazu. Mein Vor-Facelift-Modell in Weiß, Nach-Facelift-Modell in dem Weiß, was es jetzt hier noch gibt. Direkt nebeneinander. Weiter aus der Schweiz. Der Ladepark macht schon einen guten Eindruck. Viel mehr als auf der LT-Fahrt, da war gar nichts los. Also hier sind mindestens 10-mal mehr Autos schon mal auf dem Ladepark. Sieht schon mal gut aus, freue mich auf die Messe. Also jetzt gehen wir mal rein. Aber ich muss unbedingt vorher, bevor ich reingehe, nochmal diesen Ampera E filmen. Irgendwie doch ganz schick, auch das Blau ist gar nicht schlecht. Mensch, schade, dass der nicht verkauft wird in Deutschland.
Er ist hier, E-Mobility-Berater, ja. So, hallo. Ich verlinke mal noch, wenn er soweit ist, ja. Okay, gut. So, jetzt, wir wissen, Jonathan. Ja. Wir sind bei Tesla Markus, sind wir alle per Du, also Markus. Okay. Ja. Hallo Markus, Jonathan. Grüß dich. Was hast du hier für ein Auto mehr? Also mir ist es jetzt aufgefallen, dass das hier irgendwie komplett innovativ aussieht. Ja, also was wir hier zeigen wollen, ist unsere Version, wie wir denken, dass Elektromobilität in der Stadt, also urbane Mobilität stattfinden kann. Und deswegen zeigen wir mehrere Technologien, die man einbauen kann, um das Fahrzeug effizienter zu machen. Und zwar für den Bedarf in der Stadt. Okay. Und mit zwei Fokussen. Das eine ist der Antrieb. Und zwei Motoren in jeder Höhe, also 48 Volt, die zusammen dann in einem Gehäuse jeweils die Übersetzung haben und dann aufs Rad gehen. Das heißt, pro Motor wird dann ein Rad angetrieben. So, der zweite Punkt war? Der zweite Punkt ist die Innenklimatisierung. Okay. Das sieht ja sehr futuristisch aus hier. Genau. Wir haben... Oh, das ist aber ganz schön hart. Also Sitze machen wir nicht. Sitze sind hier als Beispiel. Seid ihr unverantwortlich dafür? Genau, richtig. Was wir hier zeigen wollen, ist, dass man nicht nur effizient kühlen und heizen muss, sondern auch effektiv. Mhm. Weil der klassische Weg ist es, dass ich die Luft im Fahrzeuginnenraum aufheize. Hier habe ich die Möglichkeit, neben der Luft, die wir auch heizen müssen, um die Scheiben frei zu kriegen, aber vor allem auch über Oberflächen zu heizen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel mal, und wir können hier beim Fahrer und nach beim Beifahrer heizen. Und wie Sie sehen, wird es hier dann mal rot. Okay. Und rot bedeutet, hier wird gewärmt. Okay. Und alles, was wir jetzt hier sehen, was so diese silberne Farboptik hat, wird warm. Oh ja. Jetzt noch schon ein bisschen, aber das wird gleich nicht. Ja, das war vorhin auch schon warm, wo ich das hier angefasst habe. Genau. Und damit. Okay. Damit haben wir eine Strahlungswärme, die direkt den Fahrer und den Beifahrer warm macht. Das heißt, ich spüre sofort die Wärme, obwohl Luft noch gar nicht so aufgeheizt ist. Und indirekt wird dann nach und nach auch die Luft aufgeheizt. Aber ich kann damit sehr viel mehr Energie sparen. Wir können mit dem Handy auch einige Sachen hier drin steuern, unter anderem auch die Bedufteinheit vorne. Wir haben ein internes Startup, The Mood Corporation, die Beduftung machen für Räume, sowohl in Fahrzeugen als auch für zu Hause und die arbeiten mit seinen natürlichen Düften. Mit ätherischen Ölen, die dann sehr bekömmlich sind, sehr angenehm sind, auch Bakterien abtöten können zum Beispiel. Ja, es ist so schön, man könnte auch das Auto bei euch kaufen, aber ihr verkauft das Auto nicht, sondern ihr macht nur diese Systeme. Genau. Weil ihr keine Konkurrenz machen wollt zu euren Kunden. Richtig. Wir verkaufen Systeme für unsere Kunden. Genau. Sobald wir hier selber Fahrzeuge machen, sind wir im Wettbewerb und das ist eine ungute Situation, wenn wir weiterhin Komponenten verkaufen wollen. Genau, so ist es. So machen wir es auch in der Lebensmittelindustrie. Ja. Entweder an die Industrie verkaufen oder direkt an die Konsumenten. Beides geht nicht. Ja. Cool. Also es sieht gemütlich aus. Ja. Vielleicht kann ja einer eurer Kunden das mal als Idee noch aufgreifen. Die Sitze ein bisschen weicher machen. Ja. Also ich mache zwar Yoga, aber es ist doch auf die Dauer, glaube ich. Könnte es unbequem werden, aber ich glaube, das ist auch nur für die Stadt, oder? Erstmal dieses Konzeptauto hier. Das ist ein reines, urbanes Fahrzeug. Genau, also deshalb passt das wahrscheinlich auch so. Wir haben nie gesagt, dass wir Sitze können. Ja. Von daher. Ihr könnt ja nicht. Es ist eine Möglichkeit, wie wir es darstellen, und ich finde sie ganz schick. Ja, schick sind sie. Dann danke ich dir mal, Jonathan. Sehr gern. Den Namen kann ich mir gut merken, weil mein kleinster Bruder heißt Jonathan. Okay. Wie heißt du? Markus. Markus. Tesla Markus. Sehr gefreut. Kannst du mal gucken, Markus, auf meinen Kanal? Ich guck's mal an, ja. Ja, YouTube. Ja, jetzt werde ich berühmt. Ja, auf jeden Fall. So berühmt, wie du nur werden kannst. Gut. Gut. Dankeschön für deine Zeit. Sehr gerne. Viel Erfolg noch, viel Spaß. Ja, dir auch. Ja. Also schönes Konzept, gefällt mir. Und mal gucken, ob meine Follower da noch ein paar Fragen stellen. Ja, sehr gut. Vielleicht dann auch antworten. Ja, ja? Machen wir. Dankeschön. Also Jonathan antwortet, wenn ihr Fragen habt, auf dem Kanal. Genau. Dankeschön. Gut, bis dann. Tschüss. Ciao. Kannst du ein bisschen was sagen von dieser Messe auch erstmal, bevor wir zu dir kommen? Ganz allgemein, diese EVS, das steht für Electric Vehicle Symposium. Das ist die Zahl 30, heißt, dass es schon das 30. Mal jetzt hier ist. Das ist schon 30 Mal stattgefunden. Genau, ja, nicht hier, sondern einfach überhaupt. Überhaupt, ja. Genau. Und das wechselt immer ab, über die ganze Welt geht das, hat mir vorhin jemand gesagt. Genau. Ja. Weil ich hätte das nicht glauben können, dass hier das 30. Symposium für Elektroautos in Deutschland stattfindet. Weil so weit waren die Deutschen vor 30 Jahren. Ich war vorher in Montreal, glaube ich, schon und in Barcelona und so weiter, oder? Aber man trifft wirklich die ganze Szene. Also ich bin auch ganz überrascht, dass ich hier dauernd alle 10 Meter treffe ich wieder jemanden, den ich kenne. Also alle sind da. Ja. Alle.
ganze Welt der Elektromobilität. Weißt du, wo das nächste Jahr stattfinden wird? Ich glaube, da ist der Stand da drüben, das ist Kyoto, oder? Ah, Kyoto? Sehe, die Japanerin da drüben, ja. Okay. Achso, dann muss ich dann mal kurz zur Japanerin jetzt nachher gehen. 31, ne? Ja. Echt? Okay. Erstmal kurz zu dir. Also, du bist aus der Schweiz. Genau. Genau. Dein Name ist? Louis Palmer. Und du organisierst auch eine Elektro-Treffen in der Schweiz oder in Österreich? Erzähl mal ein bisschen. Genau, das ist die größte Elektroauto-Rallye der Welt, die ich organisiere, jetzt schon seit 8 Jahren. Das nächste Jahr ist es das 8. Mal. Und wir haben dermaßen viel Zulauf, dermaßen viele Teams, die mitkommen wollen mit den Elektroautos. Wir haben gesagt, nächstes Jahr machen wir 2 Waves. Okay. Die Wave steht für World Advanced Vehicle Expedition. Jeder ist eingeladen, jeder kann mitkommen, der ein Elektroauto hat. Mhm. Und ein Elektrofahrrad, Elektromotorrad, Elektrolastwagen, was auch immer. Ja. Und wir fahren dann jeweils 8 Tage durch ein spezielles Land. Nächstes Jahr im Juni fahren wir durch die Schweiz wieder, so wie dieses Jahr. Und im September fahren wir aber auch mal durch Österreich. Ja, schön. Und wie viele Autos erwartest du für die Schweiz jetzt noch? Also ich meine, ich habe jetzt im Moment 79 Anmeldungen allein für die Schweiz. Mhm. Und wir nehmen bis zu 120. Und Österreich habe ich jetzt etwa 30 Anmeldungen. Auch da gehen wir bis zu 100, 120. Und das wird also wirklich eine ganz große Geschichte wieder. Aber das ist ja für viele Autos eine Challenge. Ja, aber jetzt für einen Tesla ist das auch eine Challenge? Oder es geht nicht macht das jetzt Sinn für mich mitzumachen? Oder ist es geht überhaupt nicht um die Challenge. Oder? Wir wenigsten haben da eine Challenge. Wir haben überall eine Ladestation aufgebaut. Ja. Mit riesen Aufwand betreiben wir das. Es klappt auch immer. Es geht aber ums Vernetzen. Ja. Das ist es. Erstmal eine wunderschöne Landschaft kennenlernen, viele Empfänge bei Bürgermeistern, aber auch bei interessanten Firmen, wo man sonst nicht reinkommt. Wir organisieren das, oder? Okay. Das zweite ist natürlich, es ist die Szene ist dabei. Also man lernt unglaublich viele interessante Leute kennen. Und das ist wie ein Familientreffen. Wenn man einmal dabei war, lernt man Leute kennen, ja, später hat man die Chance, ihn wieder zu treffen. Ja. Underwave. Deshalb wachsen wir auch. Sag mal kurz die Daten für nächstes Jahr. Das ist der 8. bis 16. Juni in der Schweiz. Und 21. bis 29. September ist dann Österreich. Okay. Das tun wir nochmal verlinken. Da ist sogar die Runde aufgemalt. Ah, hier ist die Schweiz, super. www.wavetrophy.com, da sieht man dann alle. Wir verlinken Details. Das unten drin. Und ich werde mich anmelden. Super. Ich wohne da nicht weit weg von der Schweiz, in Rastatt bei Karlsruhe. Ah ja, klar. Das ist da, wo die ganzen Züge nicht mehr durchfahren konnten, die von der Schweiz nach Norden fahren wollten. Hast du das angestellt? Das war ich, ja. Ah ja, was hast du gemacht? Ich habe immer noch nicht genug. Ja, du hast noch ein paar Leute. Wahnsinn, das ist absolut genial. Ja. Wenn ich da eine Woche hier wäre, wäre die Wave ausgebucht. Ja. Ja. Was wärst du für ein Auto? Tesla Model S. Oh, Model S. Ja, genau. Okay, danke dir. Ja, super. Ja, war doch schon gut, oder? Markus, ja, du weißt, wann du schneiden musst. Ja. So, ich bin jetzt hier bei der Firma Continental, Zulieferer für die E-Autos, und ich habe hier den Michael an Land gezogen. Der möchte mir jetzt ein bisschen, oder der wird mir gerne die Systeme ein bisschen erklären. Also ringfrei für den Michael. Grüß dich. Hallo. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst, um das hier ein bisschen zu erklären. Kein Problem. Und da gehen wir einfach mal ein bisschen drum rum um dieses Schrittmodell, oder? Was ist denn das so? Das ist unser Exponat für Allcharge. Exponat, okay. Ja. Allcharge bedeutet für Continental, wir können mit allem laden. AC laden, 43 kW dreiphasig. AC heißt Wechselstrom? AC heißt Wechselstrom, was man zu Hause einfach hier hat. 43 kW kann man laden bei uns ohne Onboard Charger. Wir laden hier mit dem Motor und dem Inverter direkt zur Batterie. So, wir können auch natürlich DC laden. Direkt von der Ladestation DC in die Batterie rollend mit 150 kW ohne weitere Komponenten. Ja, was wir hier sparen, ist eigentlich hauptsächlich eine Komponente, die sehr groß und sehr teuer ist. Das ist der Onboard Charger. Ja. Wir machen nämlich das ganze AC-Laden, dass wir sagen, wir nehmen einen Wechselstrom, der schon vorhanden ist, bringen ihn in den Motor, verwenden den schon vorhandenen Antrieb und vorhandene Elektronik als Gleichrichter und bekommen dann Gleichstrom für die Batterie ohne Zusatzkomponente. Und das bringt uns natürlich einen enormen Vorteil, weil neue große Komponenten sind immer schwer zu verbauen, man braucht einen Platz, teuer. Für 43 kW, was wir hier darstellen können mit Antriebsladen, ist ein Onboard Charger so
so groß, dass den eigentlich keiner hat und keiner verbauen möchte. Also mit diesem System, Michael, kommen wir praktisch an Wechselstrom mit 43 kW laden. Genau. Und 43 kW ist praktisch, an Wechselstrom mit 64 Ampere ist praktisch überall vorhanden. Das ist das, was uns der Netzbetreiber maximal bieten kann. Genau. Wir könnten mehr, aber das Netz gibt uns nicht mehr. Ja, das ist das Netz, aber Wechselstromnetz ist ja klar, das ist limitiert, ne, wegen den Verlusten. Und man kann das, dieses System kann das dann mit Gleichstrom umwandeln, on board. Genau, ohne Zusatzkomponenten. Ohne Zusatzkomponenten. Ja, ganz wichtig, ohne Zusatzkomponenten. Wann kommt das auf den Markt? Es kommt auf den Markt, das ist jetzt Vorentwicklungsstatus, kommt auf den Markt geplant 2022. Ah, noch ein bisschen lang. Okay. 22. Und wer bringt das als Erster? Das sind laufende Diskussionen. Ja, ich krieg's halt nicht raus. Noch ein Vorteil, weniger Stromstärke heißt weniger Stress für die Zellen. Genau, weniger Temperaturstress und weniger höhere Lebensdauer der Zellen und der Batterie. Und wenn wir Gleichstrom-Schnelllader gar nicht mehr brauchen in Zukunft, werden wir kontinental ganz viel von diesem System verkaufen. Das wäre es, genau. Okay, also mit dem System von Continental fällt praktisch das ganze Ding hier weg. Ja? Man braucht nur diesen hier. Genau, und der braucht ja nur eine Leitung, praktisch, eine dicke Leitung. Genau. Und diese beiden, das ist die Gleichspannung, also DC, Gleichspannung, genau. Das macht das System hier. Und was kostet so eine Box? So eine Box ist immer abhängig von Hersteller, von wie viel Leistung man haben will, aber man zahlt da ungefähr 20.000 Euro. Und es ist hier mindestens ein Zehntel bei AC. Ein Zehntel nur. Ja. 2.000 Euro gegen 20.000. Genau, das ist genau das, was sich einer, der infrastrukturseitig was investieren will, nicht aufbringen muss. Daumen hoch. Ja, als nächstes gehe ich zur Firma König Metall. Ich kenne diese Firma von meiner Schulzeit. Ich war als 18-Jähriger dort und habe Metallteile gestanzt und Auspuffe irgendwie aus der Presse geholt und so. Also war es eine super spannende Zeit und ich habe ganz schön viel Geld verdient für mein Studium dann später. Ja, und diese Firma hat diversifiziert und liefert jetzt auch Batteriehülsen und auch isolierte Batteriegehäuse. Also mit den Batteriegehäusen von der Firma König Metall kann jetzt auch bei minus 20 Grad eine Batterie betrieben werden. Ja, aber die Hülsen waren sehr interessant und ich hatte gefragt, wer jetzt der Abnehmer, wer die Abnehmer sind von diesen Hülsen. Und er sagte, ja, er hat so das Gefühl, nee, er weiß eigentlich, dass die meisten in China sitzen. Und da geht meist das meiste hin. Es gibt nur noch einen deutschen Batteriehersteller in Deutschland, aber der Rest ist alles im Ausland. Also war sehr interessant, auch mal hier mit dem Zulieferer zu sprechen und auch da ein bisschen Informationen rauszubekommen. Jetzt geht's aber weiter zum nächsten Stand. Hallo, ja, da sind wir ganz scharf. Ja. Also Alexander, Markus. Hallo. Wir reden hier über Navigationssysteme und wir haben gerade über das Tesla-Navigationssystem gesprochen. Ja. Und ich kann hiermit bestätigen, dass das kriegt einen Daumen runter bei mir, ja, also absolut. Was okay. Kann jetzt euer System besser machen? Also unser Navigationssystem arbeitet ein ganz kleines bisschen anders wie ein klassisches Navigationssystem. Das kann man hier mal sehen. Im rechten Bild sieht man das Navigationssystem, das ein Tesla nutzt. Ja. Wir fahren unsere Autos einmal von rechts oben nach Mitte unten durch Peking. Ja. Und klassische Navigationssysteme nutzen einen Algorithmus, der heißt Selfish Routing. Das heißt, man braucht immer einen Stau, um eine Umfahrung angeben zu können. Und das machen wir anders da. Wir haben ein Reservierungssystem aufgebaut für jedes Auto, das mit unserem Navigationssystem fährt, bekommt eine Route reserviert. Somit schicken wir auch nur immer so viele Autos auf diese eine Strecke, die die Straße auch tatsächlich halten kann. Also ihr macht individuelle Fahrempfehlungen dann und jedes Auto schickt ihr auf eine vordefinierte Route? Genau, also wenn wir hier eine Straße haben, dieses Auto, es wäre ja ein Tesla im Idealfall, ne? Die möchten zum Bürgermeister, ja. Dann wäre die ideale Strecke normalerweise einmal außenrum. Wir haben aber hier oben, wie man so schön sieht, eine Verkehrssituation und plötzlich ist die schnellste Strecke nicht mehr... Dann kannst du weiterreden. Ist nicht mehr diese Straße außenrum, sondern die schnellste Strecke für meinen schwarzen Tesla, das ist das hier. Und für meinen gelben Tesla ist das hier. Das heißt, unser Navigationssystem kann in dem Fall individuelle Fahrempfehlungen aussprechen. Wir würden auch nicht ein zweites Auto in diese Straße reinschicken, weil die Straßenkapazität hier
kann nämlich höchstens ein Auto fassen. Mhm. Das heißt, auch hier würden wir weiterfahren. Ich muss das jetzt mal ein bisschen schieben. Wir würden das wieder so machen. Zack. 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 Perfekt. So, das geht aber noch weiter. Okay. Wenn man ein intelligentes Navigationssystem hat, dann kann man hergehen und kann einer Stadt oder einer Verkehrsmanagementzentrale sagen, was sind denn Anfahrtskorridore, beispielsweise zu einer EVS 30. Und man kann beispielsweise einen Korridor nur für Busse freigeben. Die Busse haben eine gewisse Anfahrtsstrecke, ja. Autos haben eine andere Anfahrtsstrecke. Oder diese Autos können dann auch dynamisch eine Zielführung beinhalten. Das heißt, wir können sagen, wir fahren zu einer Messe und das Auto fährt ganz klassisch in den Ostparkplatz und es gibt andere Autos mit meinem gelben Tesla, wo ich dann halt eben mal zum Westparkplatz fahre. Das habe ich jetzt verstanden. Aber, damit ist die Zielführung im Auto ist die gleiche wie das, was tatsächlich auf der Straße passiert. Das ist ein Novum. Aber dazu müssen aber alle Autos damit ausgeschaltet sein, oder? Nein. Das, was wir klassischerweise machen, ist, wir haben natürlich Verkehrsdaten. Diese Verkehrsdaten werden bei uns in NUNAV verarbeitet. Mhm. NUNAV spielt dann Fahrempfehlungen an Leute zurück, die unser Navigationssystem benutzen oder unsere Technologie benutzen oder lizenzieren. Die bekommen dann eine individuelle Zielführung. Alle anderen fahren ganz normal. Okay. Also wir brauchen zwischen 1-3% aller Nutzer mit dem kollaborativen Navigationssystem, um Verkehrsfluss-Improvements von ca. 20-25% herzustellen. Da geht es jetzt dieses Jahr zur Agritechnica am 8. bis 14. November. Haben wir Buskorridore definiert, über die nur Busse anreisen dürfen. Und wir haben Korridore definiert, über die Autos anreisen können. Und die haben dann zum Schluss eine dynamische Zielführung bis zu den Parkplätzen drin. Und damit wird der Verkehrsfluss halt eben bis zum Parkplatz optimiert. Wo ist dein Kollege? Also unser Navigationssystem heißt NUNAV, das gibt es im Apple Store oder im Google Play Store, ist kostenlos verfügbar und kann natürlich von jedem benutzt werden und hoffentlich auch von dir. Das mache ich. Dann werde ich mal gleich mal online gucken. Kannst du das hier nochmal zeigen? Das Navi? Ja, warte mal. Okay, also man kann das im Apple Store runterladen. Genau, Apple Store oder Google Play Store. Ja. Kann man es kostenlos runterladen und dann einfach mal ausprobieren. Sich mal auf neue Straßen einlassen. Also mein Arbeitsweg zur Arbeit habe ich vielleicht 15 verschiedene. Dauert immer zwischen 20 und 28 Minuten, je nach Verkehrsaufkommen und wie ich gerade geführt werde. Aber ich stehe wesentlich weniger als alle anderen, die immer einfach nur die gleiche Strecke fahren. Ja, hier noch ein kleiner Überblick über die Messe und es geht aber jetzt gleich runter zum Bosch-Stand, wo vor allem auch der Unterschied erklärt wird zwischen 48 Volt Technologie und 400 Volt Technologie. Und es gibt so kleine Standführungen, da werde ich jetzt ein bisschen mitfilmen. Aber ja, und es wird vor allem auch gezeigt, wie die Energiegewinnung, also diese seitliche Energiegewinnung am Kühlkreislauf über Wärmepumpen durchgeführt werden kann. Aber jetzt geht's los. Leistung, Antriebssysteme zusammenstellen. Also das ist was Besonderes. Wir können zum einen jetzt sagen, ich baue einen L1 E-Scooter über die Corvette Schwalbe, die jetzt gerade in Serie ist, können Sie sich bieten, auch Probe fahren. Das ist das erste Produkt, das mit dem Antrieb unterwegs ist. Da ist ein Motor drin, ein oder zwei Batterien, ein Ladegerät, VCU, Display und die App gibt es auch dazu. Man kann 600 Kilo, 800 Kilo damit transportieren. Das können wir alles mit dem Baukasten machen. Und die Idee dabei ist natürlich, das Problem zu umgehen, was Sie immer haben, wenn Sie anfangen, Elektromobilität zu machen, kleine Stückzahlen. Ja. Ja, also wir können immer mit den gleichen Komponenten über die Fahrzeugtypen, über die Hersteller und über Komponenten, die es in Bosch-Baukasten gibt, die schon in großen Stückzahlen in Automotive laufen, versuchen, die Kosten von Anfang an klein zu halten. Ja, und während man bei Bosch dann sich einen gesamten Baukasten bedienen kann zur Elektromobilität, habe ich jetzt auch noch mal ein paar Schwenks gemacht hier, speziell über diese Wärmepumpentechnologie. Habe ich jetzt aber nicht genauer untersucht, also das war jetzt mir auch ein bisschen zu hoch. Aber es gibt auch schöne Fahrräder und das wissen wir ja, dass der Bosch auch ganz, ganz weit vorne ist.
Ja, jetzt gehen wir mal rüber zum Probefahren. Ich bin leider nicht Probe gefahren. Da fährt gerade ein i3 durch. Und es gab auch einige Fuel Cells, wasserstoffgetriebene Autos wie diesen hier von Toyota. Ja, und auch schon wieder ein i3, da ist er wieder. Aber das Wichtigste an in diesem Bereich war das Interview mit dem, das war ein Einweiser dort, der so ein bisschen auf die Sicherheit geachtet hat und der in meinen Augen die Kernaussage getroffen hat für diese Messe. Und ja, ringfrei für ihn jetzt. So, wir sind jetzt hier bei dem E-Auto-Probefahrten, ne? Und Sie sind hier für die Sicherheit zuständig, oder? Ja. Auch, ja, ne? Ja. Was sagen Sie denn zu dem i3 von BMW? Warum ist der so? Also vom Formdesign würde ich sagen, entspricht nicht meinem Geschmacksnerv. Da sind Sie aber der Einzige. Nein, Sie sind nicht der Einzige. Ja, aber jetzt fährt da so eine Renault Zoe. Was halten Sie davon? Besser, den, ne? Den finde ich schon schicker. Jetzt kommt hier ein Kangoo. Auch schick? Ah, ja gut. Ja, ist halt ein Auto, was man so zum Fahren von großen Gegenständen, ne? Ja. Aber Sie jetzt als Experte, ja? Oder so wie ich als Experte. So, wir sind ja beide Experten, ja? Der i3, warum hat BMW das so gemacht? Haben Sie eine Idee? Sie wollten was wahrscheinlich Futuristisches produzieren, aber es ist irgendwie in die Hose gegangen. Ja. Aber solche Leute wie Sie hätte BMW mal hören müssen. Also vor hinten, da bei Mercedes, ja? Was sagen wir dazu? Dieser V8-Motor, V6-Motor? Es ist Technologie von gestern. Haben schon wieder recht. Ja, was für eine Überleitung jetzt zu dem Mercedes-Stand hier. Mir fehlen die Worte. Ich habe versucht, ein bisschen meine Stimmung mit der Musik zu untermauern. Also Mercedes zeigt hier die neueste Abgasreinigungstechnologie für den Diesel. Und wenn man sich das alles hier so anguckt mit den ganzen Schläuchen und dagegen den Elektromotor, den wir schon ein paar Mal jetzt gesehen haben. Ich glaube, ein normalsterblicher Mensch, der ein bisschen Krebs im Kopf hat, kann sich sehr leicht vorstellen, dass das, was wir hier jetzt gerade auf dem Bildschirm sehen, der Dinosaurier von gestern ist. Ja, und auch Mercedes glaubt auch schon an die Zukunft, aber es ist halt eben nur bunte Bilder, so wie jetzt hier. Aber auch ist kein Interesse da, keine Leute, niemand ist hier. Ja, das einzige Auto, was sie haben, ist der Smart ED, auch erst seit kurzem. Den haben sie jetzt auch ganz stolz hier hingestellt. Werden sie aber dann doch ganz um die ganzen Ecken hier herum, die ganzen großen, dicken Verbrenner zeigen. Aber da kommen wir gleich später dazu. Hier ist jetzt erstmal die neue Batteriezelle, die sie dann einsetzen wollen. Ich weiß nicht wann, 2019 glaube ich, 2020. Ja, 2019 hier. Das ist eine kleine Batterie, erweiterbar. Schauen wir mal, ob es klappt. Nochmal so schön der Stand, alles ja ein bisschen mit trauriger Musik unterlegt. Bitte verzeiht mir das, also mir ist nichts Besseres erstmal eingefallen. Um hier auch diese Frechheit von Mercedes zu demonstrieren, hier einfach mal diese stinkenden Motoren noch darzustellen, auf einer reinen Elektromesse. Ja, wenn Sie erinnern Sie sich an Mitsubishi, da haben sie den Fuso gemacht, auch in Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz. Allerdings, ja auch nichts Eigenes. Mitsubishi in diesem Fall, Mercedes, jetzt sind wir jetzt bei den F-Cells, bei den Wasserstoffantrieben. Wenn man jetzt mal genau auf die technischen Daten guckt, maximal Torque 350 Newtonmeter und Topspeed 160, Reichweite 49 für die Batterie und dann sich dieses dicke, fette Auto anschaut, das hört sich nicht nach Spaß an. Also das ist für mich untermotorisiert, mit wenig Reichweite und auch mit Wasserstoff, die Reichweite ist nicht besonders lang. Also ja, was soll das? Hier ist diese Anschlussstütze von Wasserstoff. Auch da lädt man schneller bis 80% und über 80%. Dort muss der Druck aufgebaut werden, dauert auch ein bisschen länger. Gut, Plug-in-Technologie, hier wird auch nochmal sehr schön gezeigt, mit Batterie unten dran, vorne der dicke, fette Motor. Ja, die ganze Elektronik drumherum, alles doppelt und dreifach. Sieht wunderbar aus, es ist Ingenieurskunst, da keine Zweifel daran. Das sind die gelben, orangen Kabel für den Startstrom. Aber letztendlich ist das auch Technologie von gestern oder vielleicht eine Übergangstechnologie. Es gibt Leute, die glauben dran, ich glaube nicht dran. Also gehen wir mal weiter zum wirklich interessanten Stand. Jetzt hört auch gleich die Musik wieder auf. Ich mal gucken, was ich für eine Musik finde für Tesla. Also die sind nebendran und da waren die ganzen Leute. Also hier bei Mercedes war nichts los. Und ich will euch nicht länger langweilen. Jetzt gehen wir wieder rüber zu den Elektronikständen. Thank you.
So, nachdem ich jetzt hier mit dem Platzeinweiser von den A-Park hier gesprochen habe, ein sehr interessanter Mensch übrigens, der mich zehnmal mehr interessiert als jeder der Events-Mitarbeiter, der hier seine Meinung gesagt hat und auch schon, weiß nicht, ich glaube, ein intelligenter Mensch ist sicherlich und auch ja, seine Meinung hier kundtut auf diesem Kanal, dass der i3, der wurde schon viel Scheiße gebaut. Und hier bei Benz stehen die V8-Motoren, die V6-Motoren, was ja eine Frechheit ist. Und ja, die Leute stehen eigentlich mehr oder weniger frustriert rum und versuchen ihre Konzepte zu erklären und keiner versteht's. Brennstoffzellentechnik, ja, wir haben es vorhin gesehen. Und dann gibt es hier einen Tesla-Stand, eigentlich kein Tesla-Stand, die sind nur durch Zufall hier die Jungs von Amsterdam. Aber ich hatte wenigstens meine E-Mail-Adresse klar machen können, um mich mal anzumelden bei einer Führung durch Tilburg. Mittlerweile ist die Qualität besser geworden vom Model X, hat mir hier der Experte gesagt. Es gibt noch ein paar Probleme mit der hinteren Tür, mit den Falkenwindungen, aber auch jetzt die Spaltmaße ist ein bisschen kleiner geworden, hat er mir gesagt, aber ich habe gesagt, mir ist es sowieso egal. Und generell die Verarbeitung beim Model X ist wesentlich besser geworden in letzter Zeit. Also wenn ihr jetzt eins kaufen wollt, kauft eins, nehmt auch meinen Link. Es gilt noch diesen Monat, die 1000 Euro Rabatt. Oder bis Ende des Jahres gibt es auch noch freies Superchargen. Ich habe mittlerweile 10 Ferrells, glaube ich. Also 7 sicher, 8, 9, ja 10, glaube ich, kommen dazu. Es ist immer noch aktiv und ich würde mich freuen, wenn ihr über meinen Referral-Ring-Link bestellen würdet. Es kommt noch was zurück, aber das ist dann eine Überraschung. Frank neben mir, wir haben das Model 3 entdeckt. Von vorne zumindest, so stellen wir uns das ja vor. Auch in Silber, ne? Silber ist die Top-Farbe, auch für mich. Model 3, super. Also Leute, kommt, wir haben noch das getarnte Logo noch drauf. Das ist das getarnte Logo, ja. Das ist einfach über den Tesla reingeschraubt. Ja, ja. Willst du das jetzt aufnehmen? Machst du schon? Du ja, ich mach schon. Ich nicht. Also wir sind scharf, wir haben Ton und wir sind gut drauf. Aber du hast gerade festgestellt, ich bin müde. Aber das stimmt so. Ja, hallo. Ich bin auch müde. Den Kollegen kennt ihr schon, das ist Tesla Markus. Ja. Er hat auch sein T-Shirt wieder an. Ja, genau. Weil sonst du hast eigentlich ein Sweatshirt, ne? Nee, ist ein Poloshirt. Nein, ist ein Poloshirt. Ja. Ich muss mir auch mal ein Poloshirt machen lassen, ja. Gut, wo sind wir? Das erkennt ihr natürlich nicht, weil wir das extra nicht zeigen. Wir sind noch immer auf der Messe Stuttgart, oder ich. Ja. Tesla Markus kommt ja von weiter her. Auf der EVS... EVS 30. 30. 30. Mal die EVS. Die Electric Vehicle... Symposium und Exhibition. Ich habe ja schon ein Video online gestellt davon, mal auf den Rundgang. Und wir haben gedacht, wir machen noch mal einen kurzen Talk hier, wenn wir uns hier treffen. Ja, ich wäre beinahe nicht gekommen Thema. Wegen deinem Video. Oh, war so gut. Du hast das Video so gut gemacht, dass ich gesagt habe, Mensch, ich habe jetzt alles schon gesehen bei dir im Video, ich brauche gar nicht mehr kommen. Aber gleichzeitig war es wieder so gut, dass es auch mein Interesse geweckt hat. Seht ihr? Und deshalb bin ich auch gekommen. Ich habe ja extra nicht so viele Details da und noch mal nachgefragt, sondern... Einfach um euch auch ein bisschen hier zu animieren zu kommen. Ich habe dann mit Entsetzen festgestellt, dass die Messe ja nur 3 Tage geht. Ich habe gedacht, die läuft so lang wie die andere, die Motec. Die läuft nämlich noch die ganze Woche, glaube ich, oder sogar nächste Woche rein. Also deshalb heute letzter Tag, nämlich jetzt der Mittwoch hier. Ja, und es ist wirklich eine Messe, eine Weltmesse. Und diese 30 steht wirklich für 30 Jahre. Ich habe das vorhin in meinem Auto, wo ich hergefahren bin, angezweifelt, dass die 30 für 30 Jahre steht. Weil ich kann nämlich vorstellen, dass hier im Stuttgarter Raum seit 30 Jahren E-Mobilität gelebt wird. Nee, ist ja zum ersten Mal hier in Stuttgart. Ja, genau, aber es ist ja schon 30 Jahre lang wird diese Messe gehalten und zwar immer unterschiedlichen. Wo Flecken war die letztes Jahr? War das in Spanien? Auf jeden Fall ist irgendwo nächstes anders. Jahr in Japan. Ah ja. Okay. Da ist ein extra Stand hier von den Japanern und da ist in Kyoto, glaube ich, ist das die Messe dann. Ist aber eher nicht die Messe, also nicht diese Ausstellung hier, diese Exhibition, sondern eher das Symposium, dieser andere Teil, also die Tagung. Das ist eine Mods-Tagung. Ich habe das Programm mal durchgeguckt, alles in Englisch natürlich. Dann habe ich mir gedacht, okay, könnte mir irgendwo mal reinsetzen, aber habe ich dann nicht hingekriegt. Mhm. Aber die lassen uns da auch rein. Ich bin da mal hingelaufen rüber und haben sie mich reingelassen. Ne? So, wir haben ja hier, kennt das ja, ne? Presseausweis. Aber ich habe mir da nichts da rein angehört. Ja. Was ich allerdings verpasst habe, habe ich auch verpasst, weil nämlich der Winfried Kretschmann jetzt doch nicht da war auf der Pressekonferenz bzw. beim Rundgang, sondern nur unser Verkehrsminister Herrmann.
und dem bin ich neulich schon hinterhergelaufen. Deshalb dachte ich, das muss ich nicht nochmal machen. Beziehungsweise ich habe sie nicht mehr gefunden. Aber ich habe mir das heute nochmal angehört. Das ist nämlich, da gibt es ein Video, geht einer Stunde, ich habe es auch verlinkt. Und der hat nochmal das angekündigt da mit seiner dritten Initiative zur Förderung der Elektromobilität in Baden-Württemberg. Und da fand ich ganz interessant, dass er gesagt hat, er will jetzt eigentlich die German-Reichweitenangst bekämpfen, indem er sagt, die Ladesäulen müssen alle 10 Kilometer stehen. Also wenn ich mit meinem Auto fahre, muss immer in 10 Kilometer Reichweite eine Ladesäule sein, damit ich keine Angst haben muss, liegen zu bleiben. Ich habe gedacht, 10 Kilometer, das ist wirklich dicht. Also wenn man das hinkriegt, das ist nahezu oder fast wie das Tankstellennetz. Ne? Also da muss zwischen Offenburg und Rottweil müssen da ein paar Ladesäulen mitten im Wald stehen. Ich weiß auch nicht, ob er damit nur Autobahn gemeint hat. Wahrscheinlich. Ja. Also Autobahnraststätten und sowas. Oder ob er das auch im ländlichen Bereich gemeint hat und wie er das fördern will. Das ist noch interessant. Auf jeden Fall ist das in seiner Initiative. Die ist ja auch mit einigem Geld verbunden, sagen wir mal so. Also das hat er auf jeden Fall gesagt. Das war jetzt für mich so interessant. Ich meine, Sie haben ja so auf der anderen Seite, Sie nennen das jetzt auch Transformationsprozess, also vom Verbrenner zur Elektromobilität, wobei Sie das ja... Alles noch da, sind wir noch da, ja. Wobei Sie das ja technologieoffen machen. Also angefangen von den Verbrennern, Verbrenner vielleicht noch verbessern. Ne? Das ist ja natürlich hier das Problem mit unseren ortsansässigen Herstellern. Dann zu der Hybridtechnik, also Kombination, dann auch Wasserstoff und dann noch Elektromobilität, also reine E-Fahrzeuge. Wobei natürlich Wasserstoff und E-Fahrzeuge sehen Sie da ziemlich zusammen gerade. War jetzt für mich interessant. Ja gut, es ist ja ein E-Fahrzeug. Ein Wasserstofffahrzeug ist ja ein E-Fahrzeug. Genau. Das hat bloß Energie im Wasserstoff gespeichert. Haben Sie ja unten gesehen, dabei bei Mercedes gerade eben, dass der mit seiner Batterie, der, was war das, ein GLC irgendwas, dass er da auch fast 40 Kilometer fahren kann, rein mit der Batterie selber. Und dann natürlich die Brennstoffzelle mit Wasserstoff hat. Und da war er dann so auf 300 Kilometer. Gar nicht so arg viel jetzt. Vielleicht auf die Bauform, ist ein ziemlich schweres Auto, okay. Und ich habe auch gesehen, dass man noch neben den Ladesäulen tatsächlich die Wasserstofftankstellen auch fördert. Gerade wenn man da bei dir rumfährt, also von hier, von Stuttgart Richtung Karlsruhe, wenn man da mal anhält, auch an den Superchargern, da ist auch viel schon kombiniert mit Wasserstoff, ne? Habe ich da zum ersten Mal gesehen, wo ich da mal gefahren bin. Aber meinst du, dass sich das echt durchsetzt, die Wasserstoffsachen? Ich habe es nicht mit dem Wasserstoff. Also ich habe ja bei mir auch mal in den Kommentaren hier gepostet, ich denke, wir haben jetzt die Benzinbombe gerade drunter unterm Auto. Also so ein brennendes Teil und das nochmal mit dem Wasserstoff, das hört sich ja eh schon so gefährlich an und dann nochmal viel höheren Druck. Also ich denke, die Technologie ist mir zu komplex jetzt irgendwie. Aber klar, im Moment ist das natürlich, wenn man so ein bisschen in Richtung gerade so Reichweite und schneller aufladen, auftanken in dem Sinne ja dann gehen will, ist es scheinbar eine Alternative, um schneller wieder flott zu werden. Ne? Wobei man auch sagen muss, das funktioniert ja auch nur in dem unteren Bereich. Ich kann den Tank wohl so bis 70-80% in 5 Minuten auffüllen. Wenn ich ihn dann aber richtig voll machen will, muss ich auch gegendrücken ja richtig. Ich weiß nicht, wie viel. Wasserstofftank? Ja. Ah, okay. Weil der ja so mit so einem hohen Druck da läuft. Mhm. Dann brauche ich auch länger. Also ist es nicht vergleichbar mit dem Benziner. Und vor allem, hier muss ja auch ganz andere Sicherheitsvorrichtungen, wenn man die Dinger sich anguckt, muss ja richtig festschrauben und was nicht alles machen. Ja, klar. Ist also ich finde für kleine Fahrzeuge weiß ich es nicht, aber ich habe leider keine Erfahrung. Ich würde jetzt sagen, was sie auch ein bisschen fördern, so Kleintransporter oder LKWs würde ich das eigentlich sehen. In dem Bereich, vielleicht auch in dem öffentlichen Bereich hier, Busse und sowas. Und das ist auch das Nächste, was Sie da nochmal angesprochen haben, dass Sie gerade diese E-Scooter, nennt er das, also gerade so diesen Kleintransporter, auch die Müllabfuhr, würde ich sagen. Mhm. Und in Stuttgart ja vor allem... Der ganze öffentliche Nahverkehr ist ja alles auf Diesel, glaube ich, wenn es nicht eine S-Bahn ist. Ne? Hier, wir in Esslingen, da wo ich ja immer unterwegs auch bin, da haben wir ja Elektrobusse mit Oberleitung sogar. Haben mir übrigens jetzt Leute gesagt, weil da früher eine Straßenbahn war, ist man dann drauf gekommen, man nimmt den Stromanschluss schon und macht dann nur Busse mit Stromabnehmer drunter. Und inzwischen sind die ja so weit, dass die entweder hybrid oder auch rein elektrisch fahren können. Auch die fahren dann den Stromabnehmer runter und können dann noch ein Stück so fahren. Ja. Und warum das nicht jetzt in Stuttgart, wo wir ja das große Problem haben, dann mit dem Feinstaub nicht sowas auch mal einsetzt, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie doch dran. Also da ist auf jeden Fall vom Hermann hier gesagt worden, da wollen sie auch was machen. Finde ich gut, dass da auf jeden Fall vorwärts geht. Und sie nennen das auch, ist ja auch für den Grünen, Transformationsprozess. Also vom Verbrenner zu Elektromobilität oder halt einer anderen Technologie.
Du bist richtig gut vorbereitet hier. Du hast deinen gelben Zettel und da steht alles drauf. Ich habe mir das heute Morgen mal noch kurz angehört, weil ich, wie gesagt, die Pressekonferenz da verschlafen habe da drüben. Ich war zu interessiert da drüben in der Ausstellung. Auf jeden Fall ist diese Messe, also ich habe die überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, diese EVS. Hast du davon? Ich habe auch nichts gehört oder gesehen. Ich hatte das Anfang des Jahres gescannt, was es alles so gibt in dem Bereich und hatte mich überall mal angemeldet, beziehungsweise mir im Kalender vermerkt. Hatte die aber auch nicht so richtig drauf, vor allem weil hier unsere Kollegen vom Electric by BW ja hier überhaupt nicht sind. Die sind nur auf dieser anderen Messe. Ja, wie heißt die? In der Innenstadt? Auf, nee, wo? Die war nur bei der Auftaktveranstaltung in Stuttgart, genau, aber die, auf der anderen Messe, die dazwischen noch war. LTFA, wo wir uns getroffen haben. Nee, LTFA war die erste und dann war dazwischen ja noch eine. Ja, E-Mobility. Ja, genau, sowas. E-Mobility. Das hat irgendwie so komische Namen. Und da war Electrify BW auch und die waren aber auf dem anderen wieder nicht. Und dann habe ich auch so gedacht, irgendwie, warum ist da der eine Teil, da ist der andere Teil. Ich habe es irgendwie auch nicht verstanden. Hm. Weil irgendwie, was ausgestellt wird, ist immer sehr ähnlich. Aber es ist eigentlich schade, ne, dass das nicht so, dass da nicht mehr Leute waren. Das ist nämlich die Weltausstellung für E-Mobility. Ja, ja. Das kam früher von dem Solar, also es war früher eine reine Solarausstellung. Ach so. Ja, hat mir einer erklärt, der da Geschäftsführer ist. Deshalb geht es ja schon 30 Jahre. Genau, das war eine Solarmesse. Und es hat sich so entwickelt in die E-Mobility und das ist wirklich global. Mhm, cool. Das war in Stuttgart. Also schade, ja, es hätte viel mehr hier. Aber jetzt war jemand da, es war ein Stand da von der Messe Stuttgart und die wollen für nächstes Jahr, wollen die wieder als deutsche Messe machen. Achso, die ist nicht in diesem Elect, Rahmen. Wie heißt die genau? Electrify Your Future, die heißt Elect mit Ausrufezeichen. Zeig mal kurz. Hier Elect, einmal hier. Ah, ja. Elect mit Ausrufezeichen. Ist das schon ein Termin? Ja, genau. 8. bis 10. Nächstes Jahr. Wieder im Oktober, okay, also so gleiche Zeit. Nächstes Jahr. Und zwar, das Ziel war von den Leuten, es all die jetzt hier ausgestellt haben, regelmäßig jedes Jahr hier in Stuttgart zu haben. Also im Moment ist ja parallel hier im hinteren Bereich noch die MoTeC, das ist ja diese große Automatisierungsmesse. Und nur hier vorne in dem einen Halle hat man jetzt das noch untergebracht und auf der anderen Seite im Kongresszentrum ja. Ich bin überbelichtet, du bist unterbelichtet. Das muss so sein. Kriegen wir Kommentare wieder. Guck mal, der eine strahlt hier. Und da rüber hier. Dann rutscht halt in den Schatten. Ja, aber nee, komm lieber zu mir, dann sind wir beide überbelichtet. Jetzt nix da. Weil die Sonne jetzt geht jetzt bist du nicht mehr da. Achso, jetzt bin ich weg. Egal. Ja gut. Also, dann sind wir hier in Messe Stuttgart. Wir machen richtig Werbung Messe Stuttgart hier, ne? Ja. Bei unseren Videos ist das üblich, dass das hier so ist. Also, ne? Was? Einer unterbelichtet und einer überbelichtet. Das ist so, es muss so sein. Du bist halt jetzt der Helle. Ja, die Sonne kommt da hinter diesem... Jetzt haben wir den Ton gut gemacht. Der ist gut, ein Flugzeug war vorhin da. Wir sehen scharf, Leute. Ja, also richtig scharf. Ja. Also ich meine richtig, also optisch scharf. Weiter rum können wir nicht schwenken, sonst machen wir Werbung. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich nicht schon Werbung mache. Ja, so ist das. Okay. Was wollten wir denn noch sagen? Jetzt haben wir den Faden verloren. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du unten bei dem Marktplatz der Möglichkeiten warst. Da die halbe Halle ist ja eigentlich so Themengebiete, wo du so dich irgendwo hinstellen kannst, mit irgendwelchen Leuten diskutieren kannst über irgendein Thema. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich bin ja von hinten, ich habe eine Parkkarte gehabt, P33 hieß es, und da bin ich immer weitergefahren. Lädst du da eigentlich? Und da lade ich, ja. Genau. Ja, da war so ein Ladeeinweiser und da hat mich dann angestöpselt und dann ging das. Da steht ein Fisker Karma, das ist ja so ein Auto, gibt's nicht mehr. Sauteuer war das, glaube ich, und hat oben ein Solardach drauf. Das war das erste Auto, wo man gesagt hat, wir können auch mit Solar fahren. Natürlich, also wenn man heute das weiß vom Sion, ist natürlich klar, das Auto hat wahrscheinlich keinen Kilometer mit Solar fahren können. Oder aufladen können, höchstens die 12-Volt-Batterie. Deshalb habe ich ja auch immer gedacht, wir kriegen das in den Tesla auch rein, ins Model 3, so um die 12-Volt-Batterie-Probleme da zu lösen. Ich muss mich hier wieder rübersetzen, ich kriege jetzt auch hier Gegenlicht. Oder wir kommen beide in Gegenlicht, genau. Ja, nee, also das ist auf dem Ladepark, fand ich jetzt, waren noch viel interessantere Autos zu sehen, als jetzt, also außerhalb der Messe, als jetzt auf der Messe. Ja, der Ampera E war da, in Blau bei mir. Der steht, glaube ich, immer noch da, ein dunkelblauer. Was, beim Laden? Ja. Ein dunkelblauer Ampera. Echt? Wo kommt der denn her? Ein Deutscher. Weil den ich kenne, der ist Silber, ne? War dunkelblau, ich kann das jetzt ja einblenden. Ich habe mich gar nicht mehr drum gekümmert. Seit ich weiß, dass das Auto nicht lieferbar ist, habe ich die einfach komplett links liegen lassen. Also ich habe jetzt in der Schweiz nachgefragt, weil ich habe ja in meinem Kanal angekündigt, dass ich mich darum kümmere. Ich habe da angefragt bei Opel. Ich schneide das nicht hier. Nee, ich habe wirklich, das war jetzt keine Absicht. Also Opel in Basel, gleich an der Grenze, habe ich angefragt über die Webpage. Ja. Und dann haben sie sofort eine E-Mail zurückgeschrieben. Ich habe sofort zurückgerufen und die sagten, ja, wir können Ihnen ein E-Fahrzeug verkaufen, Ampera, kein Problem. Aber Sie müssen das in der Schweiz zulassen. Als Deutscher, geht das überhaupt? Ja, nee, geht nicht. Also Sie müssen Schweizer sein.
Geht nicht, genau. Ja. Ja. Jetzt bin ich unterbelichtet, du bist überbelichtet. Und dürfen denn die Schweizer das Auto nach Deutschland verkaufen? Nach einem halben Jahr. Oh, das ist der Trick. Ah ja, weil irgendwelche Leute haben das ja auch schon eingestellt, wenn man da mal in diesen diesen gängigen Internetplattformen da guckt, nach einem Ampera sucht. Ich habe nämlich nach einem alten Ampera gesucht, da habe ich gesehen, dass ein Ampera E ist auch drin und da steht auch drin, die werden in einem halben Jahr geliefert. Ja, ich habe mich schon gewundert. So funktioniert das. Und dann, ja, das 42.000 geht. Oder was er wollte, nur 45.000. Aber es geht nur, nee, es geht aber nur, die Top-Ausstattung wird gerade gebaut, genau, hat er mir erzählt. Und ist auch nur bestellbar und ist auch lieferbar innerhalb der nächsten zwei, drei Monaten. Nee. Kann sie liefern. Also, aber nur die Top-Ausstattung mit allem drin, mit Ledersitzen und mit allem, ja, und sehr teuer. Also einen Tesla kaufe ich mir, da gebe ich auch Geld aus, aber alle anderen Autos, die kaufe ich nicht, die lease ich höchstens. Ich finde ihn auch ein bisschen überteuert dann, also in dieser Top-Ausstattung, muss ich sagen. Was sind das, 50.000? Ja, oder? Nee, ich glaube so viel nicht. Ich glaube, er war bei 45, 47 oder sowas. Ich glaube nicht, dass er bis 50 ging. Franken, ich bin mir nicht sicher. Wie viel es war. Er war über 50.000 Schweizer Franken. Ich meine, es ist auch gar kein, es ist kein richtig großes Auto. Es ist kein Dreier so. Es ist nicht mit dem Model 3 oder einem Dreier oder Vierer BMW oder Audi zu vergleichen. Das ist es nicht. Es ist kleiner. Ein bisschen kleiner, es ist so wie ein Leaf. Leaf sehen wir, haben wir auch gesehen, ja, schön. Oder Zoe oder, oder ich sage immer Meriva, diese Normalautos da von Opel. Da gibt's auch, ich fahre ja jetzt einen Safira, das ist wieder größere Variante, also muss schon gucken, das sind die kleineren davon noch. Ja. Ich weiß nicht, es ist immer so die Entscheidung, wo fange ich an mit der Elektromobilität? Die einen fangen an der unteren Ende an, also mit so Smarts, so, ne? Zweisitzer, einfache Viersitzer und dann halt diese Dinger, auch wo der Sion jetzt da so drin hängt oder dieser Ego. Die fangen ja klein an und die anderen wie Tesla, die fangen mit den dicken Dingern an oder auch die Fiskars früher natürlich, auch Mercedes jetzt fängt ja im Grunde auch mit den dicken Autos erstmal an und gehen dann ein bisschen runter. Und ich denke, VW macht es eigentlich richtig, dass die da so zwischen anfangen mit einem Golf-Nachfolger, wäre gar nicht schlecht, oder halt mit so einem Kultauto, was wir ja gesehen haben. Ne? Aber es ist so eine Strategie und deshalb sind die Autos auch im Moment überhaupt nicht vergleichbar, weil du wärst jetzt der Tesla-Killer, ne? Oder der Tesla-Jäger. Ja, vor allem, wen jagst du damit? Weil ne? Die ja selber immer diesen Titel nehmen, ja, die Hersteller. Ja, inzwischen, ne? Ja, also, es gibt ja eine Symbiose von allen, ja. Und ich glaube, dass Tesla eher dann ein kleiner Hersteller mal sein wird, wenn alle mal wirklich gekommen werden. Ja, das ist eher die Initialzünder gewesen. Ja. Hast du eigentlich auch ein Model 3 vorbestellt? Bist du überhaupt ein Model 3 oder hat jeder vorbestellt? Ich habe vorbestellt, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe es auf meine private E-Mail-Adresse vorbestellt. Nicht auf meine Firmen, weil also mein Fahrer ist ein Firmenwagen. Kriegst du nicht jetzt, nicht weiter vorne drin. Ich bin nicht weiter vorne drin. Ja, ich habe dummerweise ja auch zwei bestellt, auf zwei verschiedene Accounts auch. Also in einem Jahr Abstand, um ja auch zu gucken, ob da was anderes dasteht. Steht nämlich nichts anderes da im Moment. Ne? Steht drin, Ende nächsten Jahres kriege ich ihn, Ende 2018. Und bei der zweiten, ein Jahr später bestellt, steht auch drin, Ende 2018. Also im Moment funktioniert die Berechnung gar nicht für Deutschland, muss man ganz deutlich sagen. Ja, ich glaube, dass 18 nichts kommt hier. Ich will noch, Ende 2018 will ich jedoch. 2018 soll ich immer sagen. Ich werde immer kritisiert, dass ich 2018 sage. Wirst du nicht kriegen. Nicht? Ich glaube es nicht. Das heißt, ich muss über ein Jahr irgendwas anderes fahren. Das ist ja ganz schlimm hier. Schlechte Nachrichten heute bei Schräg auf dem Kanal. Nee, das geht nicht. Aber gut, ich hoffe, dass es nicht eintrifft, so, dass du dein Auto vielleicht schon im Sommer kriegst. Ja, ich selber habe schlechte Karten, weil ich keinen Account genommen habe, wo ein Auto schon drauf war. Und ja, genau, was sollte man sonst noch können? Weiß ich gar nicht. Doch, ich war aber der Erste im Shop. Na, fast der Erste. Ich bin mittags dann gekommen, auf jeden Fall am 31. noch. Also nicht übernachtet vom Shop? Nee, das habe ich nicht gemacht. Es war hier in Stuttgart, standen angeblich so 10 Leute vorm Ding und ich kam mittags, da war keiner mehr da. Aber ich war am 31. Wir sitzen hier beim Flughafen, genau. Nee, okay, deshalb kann es sein, dass der schlechtere Karten hat. Also ich erwarte schon, dass in 2018 die ersten ausgeliefert werden von den Leuten, die ganz vorne in der Reihe standen und schon einen Tesla hatten. Okay. Das erwarte ich in Deutschland, dass das passiert. Und ich erwarte auch, dass wir spätestens Mitte nächsten Jahres im Store einen zum Angucken haben. Den man wahrscheinlich nicht Probe fahren darf, aber der es zum Angucken dasteht. Das glaube ich auch. Obwohl ich muss bedenken, wenn ich mich erinnere, das Sommerfest, letztes Jahr war das doch, die Zeit vergeht so schnell, wo wir das Model X zum ersten Mal hier hatten, konnte man ja auch schon fahren mit den Ausstellungsautos. Mhm. Ja, also von daher, vielleicht darf man auch fahren. Wäre ja wieder ein Anlass für ein Sommerfest. Wo ist eigentlich das Sommerfest dieses Jahr geblieben? Du warst auf irgendeiner Veranstaltung. Hier in Stuttgart gab es gar nichts. Ich war gestern in Mannheim auf dem Tesla Abendveranstaltung. Aber ich hatte zum Glück ein paar Follower mit dabei, damit war es ein bisschen spannend. Okay. Und wir waren da in so einer schummrigen, dunklen Bar. Also es hat gar nicht so das Tesla-Style gehabt, sondern es war eher schummrig und dunkel.
Ja. Und wir haben uns da gar nicht wohlgefühlt irgendwie. Es war zwar sehr nett, die Tesla-Mitarbeiter, und immer wieder, also wenn ich mit Tesla-Leuten rede, also immer top. Aber trotzdem, es hat nicht die Location gerettet. Ja. Und dann sind wir wieder raus und sind dann woanders hin, haben da erstmal selber was gemacht. Was meinst du eigentlich nochmal Thema hier, vielleicht letzte Thema auch, weil wo sind wir denn ja? 17 Minuten, 20 Minuten, mehr können wir ja glaube ich nicht. Jetzt ist ja dieser Entscheid hier gefallen bezüglich Fahrverboten, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ja. Man hat die höhere Instanz ja angefragt, jetzt ob das so rechtens ist, dieses Urteil. Was sagst denn du dazu? Also einige schreiben ja, das wird sich dann ein ganzes Jahr hinziehen. Du meinst das Fahrverbot in Stuttgart oder in anderen Städten? Also, weiß ich, bin ich jetzt gar nicht up to date. Ich habe eher jetzt ich habe jetzt eher jetzt auf der Schippe gehabt, jetzt die Information, dass wir jetzt die Diesel Nachrüster alles selbst bezahlen müssen. Ne? Also die das sind auch wieder so neue Geschichten. Die Fake-Diesel haben mit Euro 5. Also was ja Fake ist. Ja. Fake-Diesel. Der Diesel ist ja echt, aber ja. Der Euro 5 ist der Fake. Der Euro 5, ja? Okay. Fake Euro 5. Ich und dass man da als Besitzer selbst die Umrüstungskosten bezahlt. Und das ist schon seit einer Woche draußen, diese Info. Mhm. Und ich habe noch nichts in der Presse gelesen. Also groß. Ich habe eher groß gelesen, dass Tesla Model 3 nicht richtig anfängt. Genau. Ja? Tesla Model 3 ist von Hand gefertigt worden, ist zurückgenommen worden. Ich nehme es auch zurück. Nichts ist da. Also Elon hat ja extra ein Video nochmal gepostet. Ich bringe das auch am Wochenende nochmal, wo er die Fertigungsstraße zeigt mit KUKA-Robotern, ne? Und hier hoffentlich die Pressen von Schula-Pressen aus Göppingen. Ne? Okay. Wobei scheinbar die ersten Karosserien ja hier in Deutschland gepresst wurden, dann rüber geschippert wurden. Also vielleicht sind das aber noch die, für die ersten 30. Aber nee, nochmal zurück zu dem Aber was Fahrverbot. Ist da mit dem Fahrverbot, genau? Ich bin nicht betroffen, deshalb interessiert es mich nicht ganz so arg. Aber ich finde es natürlich schlimm, dass wenn man jetzt einen Diesel hat und darauf angewiesen ist, und den er vielleicht geleast hat und noch 2 Jahre behalten muss und jetzt nicht mehr fahren kann zu seinem Arbeitsplatz. Und wenn man sich öffentlichen Verkehrsmittel anschaue, da ist er auch, ich habe gestern einen gesprochen, der hat gesagt, ich kann gar nicht öffentlich fahren, weil ich bin dann 2 Stunden unterwegs. Genau, also ich komme ja aus dem ländlichen Raum, da muss ich auch mehrmals umsteigen, geht gar nicht. Klar, man kann natürlich so weit fahren, wie man fahren kann und dann das S-Bahn-Netz benutzen. Es ist auch so, das habe ich jetzt auch erst gelernt, das nennt sich nämlich gar nicht Dieselfahrverbot, sondern Fahrverbot, weil es nämlich auch Benziner betrifft. Also alle Benziner, die bis Euro 3 sind, sind auch davon betroffen und dann die Diesel, dann Euro 4, ne? Also Euro 5 darf reinfahren? Ja, ich habe irgendwie so... Also Ich sage wahrscheinlich was falsch, ich habe schon mal gesagt bei mir auf dem Kanal, da hatte ich es aber abgelesen. Flughafen. Also es betrifft beide und die neueren deshalb eigentlich nicht und vermutlich die Firmenfahrzeuge deshalb im Moment auch nicht, aber natürlich die vielen, vielen Privatfahrzeuge, die man hier so, weil ein Mercedes-Diesel fährt ja ewig. Und der fährt ja 500.000 Kilometer. Okay, also nicht die neuen, also es sind keine Euro 5, die jetzt betroffen sind. Die alten sind alle betroffen. Ja, und da man das ja nicht unterscheiden kann, also diese Euro-Plaketten gibt es noch nicht. Wir haben ja eine andere Plakette im Auto, nämlich die grüne 4, wo keiner weiß, was das sein soll eigentlich. Ne? Grüne 4 gibt es auch? Grüne 5 ist das so, oder? Grüne 5? Ja, grün 4. Gelb ist 4, oder? Nö. Wir wissen selber nicht, was wir für Plaketten haben. Und die sagt ja gar nichts aus. Deshalb muss man jetzt ja eine neue erfinden. Und da ja schon grün weg ist, macht man die jetzt blau. So ist das. Wir hatten im Model X ja eine blaue Null drin. Das war aber auch nur als Scherz gedacht. Die hatten die grüne Plakette nicht geklebt, die man eigentlich kleben muss. Mensch, Leute. Muss die kleben. Ja, die muss man kleben. Ich habe eine grüne 4. Eine grüne 4, die eigentlich reinkleben. Ja, ich habe die im Geldbeutel, glaube ich. Ja, okay. Also da muss man eine neue Plakette erfinden und so weiter und so fort. Und es ist echt schlimm. Also ich habe auf jeden Fall, ich sehe es eigentlich positiv, dass da mal was passiert. Gut, die Verschieberei jetzt, okay, kann man so sehen. Ich glaube nicht, dass es ein Jahr braucht, das zu überprüfen. Aber es wird auf jeden Fall Anfang des Jahres nichts passieren, vielleicht das ganze Jahr auch nichts. Ich habe das Gefühl, sie werden auf lange Sicht oder mittelfristig den Diesel opfern. Mhm. Ganz einfach, um irgendwie vorwärts zu kommen. Und bis dahin hat Daimler dann auch irgendwie die anderen am Laufen. Ein ernstes? Ja. Aber es ist genau hingefallen, so dass es nicht im Display kaputt ist. Ja, dann kann man es. Weiß ich nicht, ob sie es machen. Hast du noch Garantie? Weiß ich nicht. Nee, glaub nicht, ist ja 2 Jahre alt. Also es ist so die Zeit, wo die Batterie jetzt kaputt geht, ja, da so kaputt. Also wir können noch was erzählen, falls du was erzählen willst, ansonsten ist es. Ich habe eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Mir wird ja vorgeworfen, dass ich zu viel laber. Ah, wir labern nicht. Wir erzählen nur wichtige Sachen. Habe ich alle wichtigen Sachen hier erzählt, die auf meinem Zettel sind? Jawohl. Also ich habe keinen Zettel, aber was habe ich zu erzählen noch von der Messe? Ich war den ganzen Tag da und ich war den ganzen Tag beschäftigt, würde ich sagen. Hast du dich mit Leuten auch intensiver unterhalten? Ja, das werdet ihr sehen. Ich habe auch ein paar Videos, ich habe ein paar Interviews gemacht, mit Continental habe ich eins gemacht. Und ich habe den Security-Mann interviewt, wo die E-Autos alle rumgefahren sind.
Bist du auch gefahren irgendwas? Nee, hab keine Zeit gehabt, leider. Hast du den Tesla gesehen, der da angeblich war? Das Model X? Nee, zum Rumfahren. Da war keiner, also nicht bei mir. Mir haben sie gesagt, es wäre ein einziges Auto da, das wird man aber nicht sehen, weil es immer fährt. Dann war es bei mir auch die ganze Zeit gefahren. Ich habe es auch nicht gesehen, wesentlich. Ja, aber Leute, kommt hierher nächstes Jahr mit dem Ladepark, ist super. Da waren richtig viele Ladestationen. Und ja, ist eigentlich recht eine schöne Messe hier. Und man erfährt sehr viel über Elektromobilität und was so dahinter steckt. Die ganze Technik und so, was da für neue Industrien aufgehen. Richtig, also das war ein bisschen noch was anderes, ja. Das hier ist die Firma König Metall. Da habe ich früher gearbeitet als Dauerwerbesendung. Also ja, ich verdiene nichts da. Ich habe früher verdient bei König Metall, weil da war ich als Schüler. Ist in Gaggenau. Das sind nicht so viele hier. König Metall kann man nicht kaufen als Konsument. Okay, das ist keine Werbung. Nee, ist ein Zulieferer. Was liefert der? Die liefern Sachen, so Pressteile, Metallstanzen. Mhm. Und die machen Batteriehülsen. Jetzt wird's spannend, ja. Und da habe ich mit dem Herrn gesprochen, ein Doktor so und so, wollte nicht genannt werden, der das da verkauft. Und der macht die Batteriehülsen, habe ich ihn gefragt, wo verkauft er die denn eigentlich, ne, die Batteriehülsen? Hülsen. Und es war sehr interessant zu sehen, dass er wenig Hoffnung hatte für die deutsche Automobilindustrie. Und meine Frage war ja auch, wer wird das Spiel gewinnen hier, sagt er, die Chinesen. Und das ist ein Zulieferer. Auf der Messe gesehen, ja. Sehr viele Chinesen, die solche Batteriegeschichten haben. Die machen das Spiel. Mhm. Was sagte er noch? Ja, die Chinesen. Gut, Kreisel haben wir jetzt hier nicht gesehen, so spezielle Sachen. Auch die neuen Geschichten natürlich sind natürlich hier auf der Messe nicht. Diese ganz tollen, super neuen Batterien. Da ist noch vieles möglich. Ich denke, das dauert aber eine Weile. Das hat ja immer so eine Hype-Kurve, bis das dann so zu der Produktivität rausläuft. Mhm. Und viele Sachen, die laufen jetzt wieder erst hoch in der Hype-Kurve. Und es kann auch sein, dass die runterfallen und dann im Grunde weg sind. Jetzt muss man gucken, was da überlebt. Deshalb, ich denke so, die Technik, die da andere haben, so Kreisel und Co., ist vielleicht interessant. Verstehst gar nicht, warum die das nicht zur Marktreife bringen, warum das nicht lieferbar ist. Und wenn das nicht ist, dann hat man halt diese großen Zellen, die sie da verkaufen, oder halt die Rundzellen. Das sind ja die beiden Sachen, die da laufen. Wo ich gerade eine Tendenz merke oder höre, dass wieder auf das, was Tesla einsetzt, diese Rundzelle scheinbar jetzt bei vielen verbaut wird. Ja. Und nicht mehr diese komischen Teile, die sie da noch so hatten, aber ich habe es jetzt nicht. Das ist das, was ich nicht angeguckt habe. Die Batterietechnik-Geschichten da unten habe ich nicht. Akkutechnik habe ich ja nicht angeguckt. Die Zellen sind das Problem dann, weil auch jetzt, wenn Daimler sagt, sie bauen Batterien, meinen sie ja nur, dass sie die Zellen zusammensetzen zu einer Batterie. So wie Tesla das auch. Also tut. Nicht eigentlich die. Nee, diese Zelle baut keiner. Baut denn Tesla alles? Ja, die machen ja die Zellen. Das ist ja das Werk in Nevada. Mhm. Die machen die Zellen, das heißt, die nehmen diese Hülsen von König Metall oder jemand anders, ich weiß nicht, und setzen da alles rein und dann geht das weiter in die Batterie. Wobei ich jetzt auch nicht verstanden habe, ob das schon läuft in der Gigafactory so oder ob da von alten Sachen was läuft. Müsste doch, wenn sie das Model 3 jetzt machen. Ich meine, die Sache muss ja auch laufen. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Engpass war, warum man nicht so viele produziert hat. Einmal natürlich, weil man noch was ausprobieren wollte, man hat jetzt einiges nochmal getauscht, auch Sitze, glaube ich, und sowas sogar. Aber von der Batterie haben sie, glaube ich, noch gar nichts erzählt, vom Antriebsstrang und so. Da war gar keine Diskussion bisher. Nee. Gut, man hat auch noch nichts Fahrt oder Aufladen oder irgendwas gesehen bisher, so richtig. Ja. Tatsache ist, dass jeder aufs Model 3 guckt momentan. Aber Elon Musk hat es eindeutig nochmal gesagt, der Monat jetzt hier, der Oktober, vielleicht auch der November, das ist ausschlaggebend, da müssen sie jetzt in Stückzahlen kommen. Sieht er ja auch so, spätestens bis Ende des Jahres, weil jetzt sonst gibt es schon einen massiven Verzug, klar. Klar, aber dann ist aber trotzdem sich meistens pleite, selber unter Druck. Nein, das nicht. Er setzt sich aber immer ein bisschen selber unter Druck und wir kennen das ja. Hast du Aktien? Weil du berichtest immer ab und so schön zu, über Aktien. Ab und zu habe ich Aktien. Ich hatte neulich alles Aktien, wieder verkauft jetzt? Wo es hochging, dann habe ich aber schnell wieder verkauft, weil ich unsicher war, ob es nicht zu arg absackt. Und es war eigentlich gut, weil die ist jetzt wieder auf dem Niveau, wo ich sie eigentlich eingekauft habe, wenn ich keinen Gewinn gemacht. Okay, war gut. Ich hatte aber vorher schon mal verkauft, wo der große Peak war. Ich habe dann eigentlich, ich hatte glaube ich minus 10 Euro eingestellt und wenn er um minus 10 gefallen ist, habe ich es verkauft. Und du hast keine Aktien mehr? Ne, jetzt im Moment habe ich keine. Ich habe auch keine Aktien, also wir reden hier vollkommen unbefangen. Ich habe aber Nvidia-Aktien, indirekt mehr oder weniger, weil ich einen Fonds habe, der sich um autonomes Fahren kümmert und wo die ganzen Firmen gebündelt sind, also Aktien von Firmen, die mit autonomem Fahren was zu tun haben, unter anderem Nvidia. Und Nvidia hat ja neulich diesen Sprung gemacht. Mhm. Da hat der ganze Fonds natürlich einen Sprung gemacht. Ja, na schön. Und dann habe ich auch nochmal nachgelegt, weil ich denke, das ist Zukunft. Also die haben jetzt in dem Jahr um über 20% auch zugelegt, nochmal der Fonds. Mhm. Weil das ist natürlich, denke ich, Zukunftsthema eindeutig. Ja. Das sieht man auch hier auf der Messe, da geht es ja eindeutig hin in die Richtung.
Ja, Einzelaktien kaufen ist immer so ein bisschen gefährlich, das ist ein bisschen Poker oder man muss länger halten. Klar, wenn man jetzt so anguckt, vom Anfang des Jahres bis heute hat ja die Tesla-Aktie auch einen Wahnsinnsgewinn, in Anführungszeichen. Dazwischen hätte man natürlich Mordsangst gehabt. Also das mache ich dann auch nicht. Ja, gut, jede Woche gibt es ja die schrägen News. Genau. Und da gibt es ein Update, also mittlerweile ist es bei mir auch fest im Kalender. Leider habe ich es ja letztes Mal verpasst, da hat es mich ja angeschrieben. Da hatte ich die Geburtstagsfeier von meiner Frau. Ja. Da war ich voll in Aktion. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Ja. Und da habe ich ja später zurückschreiben können. Ja, ja. Ja, es ist immer ein bisschen hektisch. Ich bringe halt das, was mir jetzt wichtig ist. Aber kommst du mit nach USA dann, wenn ich dann mal hinfliege? Ich weiß auch nicht, genau. Also der Ofer hat mir gesagt, ja, der fliegt doch öfters, ja. Nein, der hat ja ein Haus in Arizona. Und der ist jetzt gerade in Arizona, aber nur noch nächste Woche, dann fliegt er wieder her. Ich habe ja schon gedacht, der müsste uns doch so ein Auto beschaffen können, so ein altes Flügeltüren-Superteil da irgendwo oder sowas. Das, ne? Und das elektrifizieren wir dann hier vom Muschel. Und der wollte ja auch Model 3 fahren, aber hat er auch nicht geschafft. Nee. Aber der hat doch Beziehungen zumindest zu solchen Oldtimer. Auf jeden Fall, das hat er. Und vielleicht kann der uns auch ein DeLorean beschaffen oder sowas. Auf jeden Fall kann er den. Und der hat auch Erfahrung, wie er die von USA hierher bringt. Das ist ja das große Problem, das würden wir ja nicht hinbringen. Ne? Mhm. Also mit dem müssen wir doch nochmal drehen. Oder Uwe, wenn du uns hörst hier. Ich weiß nicht, ob du uns so ein Flügeltürteil besorgen kannst, können wir uns dann teilen. Ne? Mhm. Und dann lassen wir es beim Muschel umbauen auf Elektro. Genau. Müssen wir da schon wieder investieren. Ne? Nee, aber wir wollen im Februar dann, also er hat schon gesagt, wenn es im Februar ist, ist er schon drüben wieder. Dann kommt Ove mit auf den Event. Ah, wenn es nicht im Februar ist, dann ist es frei. Und es hat eben auch der Basti hat mir geschrieben, von der Model X Family, dass er sich jetzt mal einen Reisepass besorgt. Also du besorgst den Reisepass. Das hat ja noch nichts mit der Reise zu tun. Und dann, doch, aber dann würde er gerne mitfahren. Mhm. Aber du hattest so ein bisschen ab. Du warst nicht so. Nee, so das habe ich jetzt nicht so. Das du warst nicht so auf der. Nicht so, so begeistert. Ich habe auch. Ja. Dennis hatte ich gefragt. Der Dennis hatte eine Nacht drüber geschlafen. Dennis ist vielleicht noch interessant. Ja, nee, der hat eine Nacht drüber geschlafen und hat gesagt, ich müsste so viel Termine umlegen. Ja, ja. Ich würde so gerne mit dir mitfahren, aber ich müsste so viel Termine umlegen, deshalb lassen wir es lieber sein. Wenn es mal aktueller ist, kann man es nochmal angucken, wie es aussieht, aber ich habe jetzt eher das nicht so. Das. Und den Oliver habe ich nicht gefragt, aber der Oliver war gestern auf dieser Messe. Ich erwarte mal, dass heute ein Video rauskommt. Krüger? Ja. Die drei von der Tankstelle. Von, weißt du, haben die gesagt, 163 Grad Popcorn, ne? Ja, genau. Das poppt bei 163 Grad. Jo, wir müssen jetzt aufhören. Wir sind bei einer halben Stunde. Mehr hört ihr euch sowieso nicht an. Also die meisten hören jetzt hier hinten gar nicht mehr. Wir sind sowieso nicht mehr da. Wer jetzt noch da ist, kann mal kurz einen Kommentar schreiben. Er ist noch da. Ich bin bei Position 33 noch da gewesen. Gucken wir mal. Und ich muss auch gucken. Du musst auch gehen, 17 ja. Uhr, ja. Also der 163 Grad ist es noch nicht draußen, das Video von hier. Vielleicht das wird bestimmt noch mal cool. Kurz drüber. Ja, laufen wir noch mal kurz drüber. Rufen noch ein paar Sachen, machen noch einen Shot beim Tesla, der da steht. Sind sogar Tesla-Mitarbeiter heute. Ja, war jetzt noch mal interessant hier, dich zu treffen hier. Danke fürs Kommen. Wir müssen das irgendwie mal so einen regelmäßigen Termin ausmachen, ne? Meinst du, das interessiert die Leute richtig? Müssen wir fragen, interessiert euch sowas, ne? Also wir haben jetzt natürlich ein bisschen nur, könnten das mal ein bisschen strukturierter machen. Klar. So über die Woche so ein bisschen sammeln und dann. Vielleicht einmal im Monat oder einmal im Quartal vielleicht. Ich hatte ja auch die Idee, so die News zusammenzulegen. Dass mal jeder so ein bisschen sich überlegt, über die Woche so ein bisschen was. Das ist schon viel Arbeit, macht. Ne? Nee, ja, so wie ich es jetzt mache schon, aber man könnte es auch einfacher machen, macht einfach einen Screenshot oder irgendwas und dann trägt man das so zusammen einfach an so einem Termin und dass man auch das sogar live vielleicht macht, ne? So Freitag. Du hast was über live gesagt, aber wie willst du das? Aber ich habe es noch nicht. Doch, live könnte ich, habe ich gar kein Problem. Das geht schon. Bei YouTube? Ja, bloß wie gesagt, mein Upload funktioniert gerade nicht so super. Also das ist immer nur, aber nur einer dann. Aber ich hätte gedacht, das wäre mal so eine Community. Nein, du musst live mit. Ich habe ein Programm. Das Programm, was ich jetzt benutze, das kann alles aufnehmen, egal was. Also verschiedene Sources. Und dann kann es das gesammelt streamen. Also es würde gehen. Aha. Dieser OBS, den ich da wende. Ja. Okay. Das geht versuchen wir mal. Aber nur, wenn ihr das interessant findet. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel mit live gemacht. Ich habe bloß die letzten Sendungen, die ich gemacht habe, deshalb haben die immer so ein bisschen das Problem mit meinem Ton da, also der Musik da, dass die immer abbrechen muss und so, weil das nämlich alles ohne Schnitt ist. Muss man meinen Sohn sagen, er soll was Neues komponieren da. Das ist nämlich von dem. Ah, okay. Ja. Okay, ja, gut, super, hat Spaß aber gemacht. Ne? Ansonsten, dann gehen wir nochmal runter. Ah, da kommt gerade eine Wolke, das ist dann der Abspann. Genau. Gut, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Machen wir hier das Equipment aufnehmen hier. Ist das Equipment vom Tesla? Das ist viel einfacher. Meinst du, das ist viel einfacher? Ist eigentlich auch HD, aber ich habe gerade HD nicht an. Jetzt lassen wir den Abspann laufen. Ne? Da mache ich
schräg hin und da mache ich den Tesla Markus hin und hier in der Mitte, man muss immer ein Video einblenden, mache ich mein Video von der Messe rein. Und tschüss. Der Frank ist ganz begeistert hier von Vampira E. Und meiner ist fertig geladen. Jetzt geht's nach Hause. Also wir sind jetzt hier beim Ampera, beim alten Ampera, ne? Ja. Aus Bochum, von der Universität. Und die Herren haben was verkauft hier. Ja? Und zwar eine App. Ich dachte eigentlich, dass ich davon schon mal gehört habe, aber kann natürlich auch. Ja, wir haben die App jetzt nochmal gelauncht, sozusagen ein bisschen überarbeitet, aber sie gibt es schon seit einem halben Jahr ungefähr. Da kann ich meine Tagesstrecken aufnehmen und hinterher analysieren lassen, welche Fahrzeuge. Ja, denn im welche Auto nimmt er das selber auf dann? Oder ja, genau, mit dem Handy. Man nimmt die Sensoren vom Handy, die GPS-Sensoren und die Beschleunigungssensor. Wir messen die Höhe, wir messen die Geschwindigkeit. Ganz normale Apps. So, mit 92% fahre ich wieder nach Hause. Vielen Dank fürs Laden. Ganz dunkel, aber man sieht mich, aber man hört mich. Ich will sagen, man hört mich. Ich komme an hier mit, wie viel Prozent haben wir? 69%. Das heißt, ich habe 9% gewonnen heute. Ich bin nämlich heute Morgen mit 60% losgefahren und habe auf der Messe kostenlos laden dürfen.
und bin jetzt wieder zurückgefahren. Also ich habe dort mit 92% bin ich gestartet und jetzt bin ich bei 69. Und ja, also energetisch war das ein Gewinn und natürlich, also energetisch für das Auto, aber auch es war energetisch für mich ein Gewinn, weil ich habe auf der Messe unheimlich viel Neues kennengelernt. Jetzt sieht man mich wieder ein bisschen. Ja, also war alles sehr interessant. Es ist 19.16 Uhr, wieder zu Hause. Um 10.16 Uhr, glaube ich, bin ich rumgestartet. Also ich war 9 Stunden weg und habe mehr Batterie drin, als ich losgefahren bin. Aber ich bin schon lange auf der Autobahn. Also diese Baumstellen da um Leonberg und Stuttgart, das ist echt der Wahnsinn. Ich bin echt froh, dass ich da nicht jeden Tag fahren muss. So, da bin ich wieder. Laden brauche ich nicht. Ich lasse den jetzt so stehen. Das heißt 69%. Passt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Den habe ich jetzt hoffentlich auch. Und abonniert mich noch, wenn ihr nicht abonniert habt. Ich sehe hier wirklich schon fertig aus heute. Naja, aber ich fühle mich nicht fertig. Abonniert mich, wenn ihr wollt. Daumen hoch, Daumen runter. Ich habe es am Anfang erklärt. Es funktioniert wunderbar. Und dann sehen wir uns wieder bis die Tage. Macht's mal gut. Ciao, ciao.